Endlich ist es wieder soweit. Ein Wrap-up steht an. In Le Mans haben wir leider alle ein bisschen geschwächelt und ausgelassen, aber das soll uns heute auf jeden Fall nicht aufhalten. Strahlender Sonnenschein, Alex. Also ich glaube, das Wochenende im Ganzen so abzuschließen, ist schon mal richtig schön, oder? Ja, wir geben uns doppelt Mühe, nachdem wir Le Mans eben nicht am Start waren. Es war ein spannendes Wochenende. Ich finde, es war ein eigenartiges. Aber das haben wir, glaube ich, auch oft genug gesagt jetzt im Kommentar. Es sind halt sehr besondere Bedingungen. Und jetzt, wo wir hier stehen, muss man sagen, es ist das Wichtigste einfach, dass alle auch gesund geblieben sind. Weil ich finde immer, wenn viele Stürze am Start sind, ist das das Wichtigste, dass alle nächste Woche dann im Mugello wieder Vollgas geben können. Du sagst das, vor allem wenn wir uns zurückerinnern an letztes Jahr hier, gerade für Ducati, ein ganz, ganz böses Ende. Dann doch glimpflich im Endeffekt. Aber heuer haben sie es besser gemacht. Heuer schien das Schicksal auf ihrer Seite, denn Ducati is back in Barca. Der erste Sieg seit 2018, Jorge Lorenzo. Also war jetzt nicht so ganz auf unserer, also war auf unserer Liste, aber war jetzt dann doch überraschend, dass sie dann so dominant waren. Ja, also sie haben lange gebraucht, aber wenn, dann haben sie richtig abgeräumt. Also alle drei abzuräumen ist natürlich schon stark, aber sie haben halt auch momentan ein Fahrer-Line-up, das halt sehr überzeugend ist. Die auch alle gerade im Kampf sind um diesen zweiten Sitz, also sehr, sehr motiviert. Alle wollen irgendwie momentan halt in Rot fahren bei Ducati und dementsprechend haben sie hier mal zugeschlagen. Aber schade auch, weil ich dachte eigentlich, dass gerade so für den Grand Prix KTM und Aprilia ein bisschen mehr gegenhalten können. Aber irgendwie ging dann leider dem Pedro Acosta das Vorderrad aus und Aprilia die Luft aus und am Schluss waren dann doch wieder alle Desmos vorne, aber so ist das Leben. Du hast ihn schon angesprochen, beziehungsweise KTM, der Lernprozess, der geht jetzt wieder weiter. Ich meine, er hatte schon nach Le Mans gesagt, blöder Fehler, er hätte gewinnen können, jetzt war er noch näher dran. Nagt es jetzt doch am Selbstbewusstsein? Na, ich glaube gar nicht. Ich glaube, der sieht es sehr, sehr sportlich und sehr, sehr realistisch. Ich glaube, für Pedro ist halt momentan das Problem, dass er ernsthaft spürt, dass er fast bereit ist, hier zu siegen. Und das, obwohl er das erste Mal mit diesen Bikes auf die Rennstrecken kommt zur MotoGP. Und heute hat er es, glaube ich, realistisch gesehen. Aber dass ihm halt doch da noch so ein bisschen Erfahrung fehlt, eben mit so einem Bike, die Distanz, die Reifen, was passiert, wenn es super heiß ist. Das, was wir heute gesehen haben, also ein Beko, der sich zurücknimmt, einen Marc, der sich sehr, sehr viel Zeit nimmt in dieser Aufholjagd, weil er halt sagt, um jeden Preis muss ich vermeiden, dass mein Vorderreifen die Temperatur hochgeht, dass ich den Reifen überheize oder einfach ein bisschen zu aggressiv bin. Und ich glaube, dass ein Pedro die Emotion, diese jugendliche Emotion noch ein bisschen durchgeht, dass er das einfach nicht bremsen kann. Aber es ist mehr als menschlich. Und nochmal, ich glaube, aus jedem Fehler lernt er. Und es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis es mal wirklich dann auch ganz oben klappt. Also der Junge begeistert. Vielleicht ist das Warten ja auch nicht mehr ganz so lange, denn Back-to-Back, erster Doubleheader, geht es ja nächste Woche schon weiter. Und vielleicht ja auch hier mit der Pizza Acosta dann. Vielleicht gelingt es ja hier. Acosta? Ja, vom letzten Jahr, kann sich nicht mehr erinnern. Va bene, si Pizza Acosta può essere, das kann sein. Nein, es müssen wir ein bisschen warten. Ich muss gestehen, technisch gesehen ist die Ducati dort geboren. Also das muss man leider sagen. Wenn die Desmo irgendwo super funktioniert, dann ist das in Mugello. Da haben die halt 1000 Runden Vorsprung gegenüber allen anderen Herstellern. Also gehen wir mal davon aus, dass Italien da technisch überlegen ist. Also ich meine speziell die Ducati, vielleicht auch die Aprilia und somit wird es, glaube ich, für Pedro schwierig. Aber den jucken solche Gedanken von Experten nicht, sondern der geht halt raus, guckt, was das Bike hergibt und wenn er sich wohlfühlt, greift er an und attackiert. Also ist nichts auszuschließen und trotzdem interessant, ob wir da eine finale Entscheidung bekommen, wer da dann in Rot angreifen darf, weil auf diese Entscheidung wird es ein unglaubliches, eventuell ein unglaubliches Stühlerücken geben. Also wenn die Kugel fällt, dann könnte es eine Massenkarambolage bei den Managern danach geben. Schauen wir mal, ob es soweit kommt. Worauf freust du dich sonst im Mugello am meisten? Fiorentina, si mangia bene, il vino, il pasta, l'ambiente und die Sprache, la più bella cosa Italia. Also ich bin schon immer noch Italien-Fan. Ich auch. Und das Gute daran ist, es geht ja bald weiter. Das heißt, wir reisen fast direkt. Also es ist wirklich absehbar. Kaum Zeit. Kaum Zeit, nee. Also nächste Woche geht es weiter in Mugello und da melden wir uns natürlich dann wieder. Und bis dahin, schöne Zeit. Ci vediamo.